warm, spicken Oni, meine Kicke raucht die erste Kippe, well. Bau mir jetzt ein Jibbe, trauche meine Lunge, glaub nicht an Liebe, well. Glaub mir, du siehst uns hier, anders am Kontrollieren. Sie kriegen weiche Knie, weil wir sind immer zu viel. Totti, Noni, Ole, Walla. So, was geht ab heute? Neues Format auf ein Becher, was wir drehen. Ich habe Gianni 030 da. Danke, dass wir bei dir zu Besuch sein dürfen. Danke, dass du uns heute, ich erkläre ein bisschen das Format, heute ein bisschen die Stadt zeigst. Viele Grüße geht schon mal raus an NRW, an meine ganzen NRWer Shababs, 62 Gang. Hast du auch welche in NRW unterwegs? Überall sind meine Leute. Ich küsse euer Herz. Also ganz kurz zur Erklärung, das Format, ich weiß gar nicht, wo dein Becher jetzt gerade ist, der steht noch da. Wir sind ein bisschen auf Bechern unterwegs, gehen ein bisschen durch die Stadt, gucken uns ein bisschen Berlin an. Prost euch hin. Du zeigst mir ein bisschen, wie die Stadt so aussieht, wo du groß geworden bist und was hier so abgeht, ja? Ja, wir sind hier jetzt am Kotti einfach. Wir laufen Oranienstraße mal runter, Adelbertstraße. Ich wohne immer noch hier. Also ich bin nicht nur hier groß geworden, ich bin immer noch hier. Und ja, wir können mal rumlaufen einfach, die ganzen Shababs, ich zeig euch ein bisschen die Gegend. Alles klar, ich würde sagen, wir gehen einfach hier mal lang. Wir reden jetzt erstmal, habe ich mir überlegt, ein bisschen über deine Musik. Okay. Über deine EP, die du jetzt anstehen hast, die jetzt rauskommen soll. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an bei deinen Wurzeln, wo du aufgewachsen bist, genau welche Ecke, wo deine Eltern herkommen, wie das alles so aussieht. Ich halte das Mikro am besten, damit wir nicht wieder dieses Hin und Her gegeben haben. Kein Problem, auf jeden Fall. Ich bin hier in Naunienstraße groß geworden, Naunien-Ecke Adelbert. So, ist eigentlich eine Straße so, die hat eigentlich viel Geschichte in dem Sinne, das gibt's so einmal die schöne Straße und einmal die hässliche Seite so. Okay. Und das sieht man dann gibt's einmal die Altbaugegend, da wohnen die ganzen reichen Leute und genau auf der anderen Seite ist halt Platte so und da wohnen halt die armen Leute so. Und deswegen so, eine ist so die dunkle Straße, eine die helle. Okay. Aber wir gehören halt alle zusammen so, Kreuzberg ist Multikulti. Mittlerweile halt, oder war schon damals so der Fall? War schon damals so. Deswegen, ich habe mich schon immer die Frage gestellt, warum ich mich hier immer am besten fühle. So. Ich wollte gerade sagen, also für mich jetzt erstmal so dieser ganze Kontrast haben wir natürlich in unserer Stadt auch. Nicht so krass, wie es hier ist, aber hier steckt da wahrscheinlich auch ein bisschen Geld, ja, wo man so im jungen Alter war, ein bisschen die Leute mit den Aktentaschen rumgehen sehen hat. Wie war das so? Also damals war es ja auch noch nicht so krass. Also es war schon immer voll hier am Kotti und so. Ja. Aber natürlich heute durch die ganzen Touristen ist natürlich auch anfälliger an die ganzen Kriminellen herzukommen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Also heute ist natürlich ein Ticken noch mal schlimmer wie damals. Aber im Großen und Ganzen gehört halt alles auch zum Leben. Ich meine, wenn du irgendwo auch auf dem Dorf Drogen suchst, wirst du auch Drogen finden. Aber es kommt halt drauf an, hier ist es halt alles ein bisschen öffentlicher, aber es gehört halt alles auch zu diesem Leben, zu dieser Haute Couture dazu. Weißt du, was ich meine? Weil man hier schon mit den jungen Jahren halt einfach mit dem konfrontiert wird. Du kennst halt einfach als kleiner Junge schon den Grasgeruch so. Ja, ja, klar. Weil halt dein Nachbar einfach kifft, ist halt einfach ganz normal oder ist einfach egal, wo du hier langläufst, einfach nach Gras riecht so. Also ist hier so diese Ecke, wo auch dieses typische, was jetzt gerade auch zeitaktuell ist, wo dieses typische Ding ist mit Hinterhöfen, weißt du, dass das so, ich weiß nicht, ich als Berliner, als Nicht-Berliner kenne es natürlich nicht, aber ich kenne es aus Videos und aus Erzählungen, wo du die Hinterhöfe hast, die dann so 3-4 Hinterhöfe übergreifend sind. Das ist so hier die Ecke dann, oder was? Ja, also genau so sieht es aus. Hier ist eigentlich so Schauplatz, sage ich mal in dem Sinne, so das neue Kudamm. Oranienstraße ist das neue Kudamm. Schon mal Peace an alle Berliner. Ja, hier fahren so immer die ganzen freshen Autos lang. Jeder will hier immer vor den Cafés so ein bisschen Film machen. Also ist gar nicht mehr so, weil ich kenne jetzt nur noch Kudamm selber, wie du schon sagst. Kudamm, sagst du, ist gar nicht mehr so aktuell. Eher hier die Ecke, oder was? Also der Unterschied zu Kudamm ist, dass halt ab 20 Uhr einfach Kudamm tote Hose ist. So. Weißt okay, du, krass. Da gibt es ein, zwei Clubs. Und hier ist also die Ecke, ja? Aber hier ist halt wirklich Nachtleben, weißt du, was ich meine? Hier kannst du auch um 5 Uhr morgens kommen und auch immer noch irgendwie Döner essen oder Köfte essen. Was sind so deine Geheimtipps, deine besonderen oder deine Lieblingsanlaufstellen hier zum Essen und zum Feiern? Also es ist kompliziert, so. Es gibt viele gute Sachen, wo man hier essen kann. Aber ich will jetzt nicht wirklich auf irgendwas hier beruhen. Kommt her, testet aus. Hier gibt es wirklich für jeden was. Aber du sagst, man kann dich hier auch antreffen. Man sieht dich hier das öfter auf der Straße. Auf jeden Fall. Also wenn du mich hier suchst, wirst du mich auf jeden Fall finden. Und einfach die Jungs fragen auf der Straße. Die werden mir schon irgendwie zeigen, wo ich bin. Okay. Aber ja, das gehört halt einfach alles dazu. Ich küsse euer Herz. Wie sieht's aus? Jetzt hatte ich gerade angesprochen, so dein ganzes Familienleben, dein familiäres Dasein, deine Eltern, wo liegen deine Wurzeln? Also ich weiß, dass du Sasa bist, aber erklär's nochmal den Leuten, die auch vielleicht diesen geschichtlichen oder geografischen Hintergrund nicht haben, wo kommen deine Eltern her? So eigentlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, was meine Nationalität ist, sage ich, ich bin Berliner, weil ich nichts anderes kenne so an dem, aber natürlich meine Wurzeln, ich bin Sasa aus Dersim, Chinnes.
Und ja, aber wenn du mich so fragst, ich sag einfach, ich bin Berliner so. Weißt du, okay, was ich meine? Wann sind deine Eltern, also du wurdest hier geboren? Ich bin hier geboren. Meine Eltern sind schon hier geboren. Wir sind die dritte Generation. Ach, krass, okay. Genau, also mein Opa war schon als Gastarbeiter hier. Genau, also alle hier geboren. Ja, aber wie gesagt, hier ist es eigentlich scheißegal, wo du herkommst. Wie gesagt, wenn du hier groß geworden bist, die können Deutsch, Türkisch sprechen, die können auch genau andersrum oder auch andere Sprachen sprechen. Wir sind hier eigentlich ganz vielfältig, so mein bester Freund ist Deutscher, er kann fließend Türkisch. Krass, ja. Genau, also viele Grüße an Kalle, ich küsse dein Herz, Bruder. Genau, an sich. Multikulturell, ja, aber ich meine, dafür steht auch Berlin. Gerade das jetzt, was ich so einen Eindruck gewonnen habe, ich war vor, ich weiß nicht, 5 oder 10 Jahren war ich mit meiner Mutter mal hier. Und ich muss schon sagen, es hat sich eigentlich relativ viel getan so in der Stadt. Es ist noch krasser geworden, auch gerade mit so Studenten, die dann einfach solche Orte versuchen aufzusuchen. Wer weiß auch immer warum. Aber das ganze Bild ist schon sehr geil, was ich von Berlin jetzt habe. Also ich sag mal so, Berlin ist ja auch, ich meine, überall wirst du geile Orte finden. Aber Berlin unterscheidet sich natürlich genau darin, dass hier einfach auch das ganze Verwirrte, das Dreckige, ja, ja, aber auch das ganze Schöne und Edle so gemischt ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber das ist halt genau, was ich auch am Anfang meinte, warum ich mich hier immer so gut fühle, ist, hier wirst du einfach nicht angeguckt, egal wie du aussiehst. Meinst du? Weißt Weil du, ich sag ich dir ganz ehrlich, Bruder, wo wir hier unterwegs waren, also ich jetzt hier mit meinen Freundinnen und meinen Kollegen, ich hatte schon das Gefühl, wir werden angeguckt, mich haben auch viele angesprochen, so vom Reden her. Weißt du, das merkst du direkt, dass du nicht Berliner bist. Ja, aber guck mal. Aber meinst du, man sieht schon so von außen, wer dazugehört und wer nicht und du hast so Nein, deine Ruhe Nein, das wirst dann, du gar nicht sehen. Also du wirst oder so erkennen, wer von hier ist. Der wird auch gar nicht so hier viel rumlaufen oder viel machen. Was meinst du, ist so typisch Berliner Ding? Also das Stilbewusstsein, glaube ich, bei vielen jungen Leuten ist auf jeden Fall ein bisschen höher geworden, ne? Oder größer geworden. Das Berliner Ding ist einfach dieses eklige Sein. Weißt du, was ich meine? Erzähl's mir. So, wie soll ich das erklären? Ich kann es ja einfach in dem Sinne erklären. Berliner sind einfach deren Mundwerk. Unser Mundwerk ist einfach eklig. Wir lassen uns von keinem so was sagen. Frei nach Schnauze meinst du, genau, ne? Genau, frei nach Schnauze. Wir lassen uns von keinem was sagen in dem Sinne. Und das macht auch ein Berliner so aus. Weißt du, was ich meine? Wollen wir noch ein bisschen über dein Großwerden, über deine, dein Heranwachsen reden? Was würdest du so sagen? Du bist ganz normal zur Schule gegangen hier in Berlin. Wie bist du groß geworden? Du hast schon gesagt, hier Krisenpunkt oder Schnittpunkt, ja. Reich und arm zusammen. Wo würdest du dich da einordnen? Also dieses klischeehafte, meine Schule war nur Ausländer oder sowas, das stimmt gar nicht. Ich war Naunienstraße in der Grundschule, war richtig gemischt, Hälfte waren Deutsche. Also ein bisschen mehr über die Hälfte waren Deutsche und der Rest waren halt Multikulti mit Migrationshintergrund. Und wir haben von vornherein schon gelernt, dass wir alle eins sind, so, weißt du, was ich meine? Und wir konnten erst Deutsch, bevor wir Türkisch gelernt haben. Okay. Weil wir an der Kita einfach viel aufnahmefähiger waren und schneller Deutsch gelernt haben, als wir überhaupt die Muttersprache lernen. Ja, okay. So, also wir sind da eigentlich ganz Multikulti oder halt gut zusammengewachsen. Aber eigentlich hatte ich eine ganz gute Jugend. Natürlich, wo ich gemerkt habe, ich werde so 13, 12, ich gehe auf den Fußballplatz. Und da habe ich schon natürlich gemerkt, da gibt es Gewalt. So, das habe ich direkt am ersten Tag gemerkt. Ja. So, ich kam da an, kam gleich einer zu mir und meinte auch irgendwas. War halt irgendeine Politik und so wegen Nationalität, hat er mir direkt einfach eine Schelle gegeben. Und gleich gegenüber hat mein Cousin gewohnt. Ich war noch ein kleiner Junge, ich war vielleicht 11 Jahre alt. Ich habe meinen Cousin runtergerufen und die hätten niemals gedacht, dass es mein Cousin ist. Als mein Cousin auf den Fußballplatz kam, einfach ganze Fußballplatz heult. Ganze Fußballplatz heult, bevor was passiert. Alle auf Angst, war es vor sich hinter dir. Genau, und dann, wie gesagt, hatte man seine Ruhe. Schon okay. Als kleines Kind halt, musste man sich halt einfach durchsetzen oder man wurde einfach gezwungen zu kämpfen oder so mit Boxhandschuhen von den Älteren. So ein bisschen Abhärtung zu bekommen, ja? Das war jetzt schon ganz normal, aber natürlich gehört es alles, das lernt man auch überall. Es wird wahrscheinlich auch irgendwo in NRW irgendwo gehen. Ja, normal, weißt du, was ich meine? Gibt's auch halt die ein oder anderen Ecken. Was würdest du sagen, warst du schon mal selber unterwegs, du hast ja gesagt, du hast auch Leute in NRW und so. Wenn du jetzt auf die nächsten, ich sag jetzt einfach mal, bis Lebensende, ist so Großstadt dein Ding oder kannst du dir auch vorstellen, irgendwo anders mal Also zu wohnen? Natürlich, man kann sich schon vorstellen, dass man vielleicht irgendwann am Meer ist, aber ich werde wahrscheinlich das hier immer vermissen. Allein, dass ich immer vor die Tür gehe, ich habe direkt was zu essen, direkt was zu trinken, direkt was zu rauchen. Das ist krass, Bruder, das ist richtig krass hier. Und das ist halt so, was dazugehört. Und ich mag diese Action hier auch. Weißt du, was ich meine? Das dieses Belebte und dass niemand schläft richtig und so, ist auf jeden Fall einfach fett. So eine Schlagzeilenstraße, weißt du, was ich meine? Ist
überall passiert was, ganze Zeit geklaut. Aber natürlich auch schöne Sachen, weißt du, was ich meine? Viel wird auch hier für die Jugend getan, für die Jugendlichen. Aber an sich, ich kann einfach nur jedem so den Tipp geben, wenn du hierhin ziehen willst, ist einfach größter fatalste Fehler. So, du wirst in deiner eigenen Straße beklaut. Ja, ist so krass hier bei euch. Alle was. Touristen zieht gar nicht hierhin. Kommt einfach gar nicht hierhin. Ihr habt, glaube ich, sowieso relativ große Probleme, gerade hier mit wenig Wohnplatz und allem drum und dran, ne? Natürlich, alle Leute, die hier gewohnt haben, die meisten mussten ausziehen. Die mussten alle, also die meisten Leute, die kein Geld hatten, mussten jetzt irgendwie nach Spandau zu den Randbezirken runter oder Marzahn, wo die Mieten einfach günstiger sind. Und Leute, die schon seit 30, 40 Jahren eine Wohnung wohnen, mussten dann rausgeschickt werden. Und das ist doch scheiße. Ja, ich verstehe. Also natürlich, das ist natürlich so der große Punkt, was ich halt gar nicht feiere. Wir können jetzt auf jeden Fall einen Rundgang machen, nochmal durch den Kotti einfach komplett. Wir fahren mit Fahrstuhl hoch. Ich zeig euch mal einfach mal die Hinterhöfe hier. Zeigst du das, was nicht die normalen Besucher ja, von Kotti? Wo einfach eigentlich kein Mensch hingeht. Stimmt, wir sehen noch ein bisschen die Crackies, die hier rumlaufen. Ist das hier also wirklich so die Ecke, so wie, weiß ich nicht, bei uns für alle Bonner so Hauptbahnhof, das ist bei uns so die Ecke. Ist das bei euch die Ecke, wo die ganzen Giancarras so ihren Platz finden und ja, ihren Ja, also das Problem bei uns ist einfach, dass an jedem U-Bahnhof das so ist, wie bei euch, weißt du, was ich meine? Okay. Also hier ja, gut, ihr an der U-Bahnlinie viel, viel, U8 ist einfach fast an jeder U-Bahnlinie einfach Drogenspot so. Die ganze U-Bahnlinie lang, weißt du, was ich meine? Wie sieht das aus mit also Drogen bei euch? Du hast schon gesagt, so ist für dich nicht unnormal gewesen als Kind oder Also ich bin auf jeden Fall definitiv 100% gegen Drogen, nimm gar keine Drogen. Drogen kann auf jeden Fall alles beenden, kann deine Familie verletzen, verletzt dich selber. Das ist ein Statement. Verändert dich selber. Bisschen Inhalt auch. Ich habe viele Menschen erlebt, die unter Drogen einfach nur leiden, immer noch leiden. Deswegen, ich kann euch einfach nur als Tipp mitgeben, nimmt keine Drogen. Vor allem keine chemischen Sachen. Probiert niemals chemische Sachen. Amen, amen. Ja. Ich schwör's dir. So, jetzt gehen wir weiter, hast du gesagt, wir gehen Richtung, Ausblick, Richtung Dach, gucken uns ein bisschen den Kotti von oben an. Ich will auch ein bisschen über deine Musik natürlich reden, das soll nicht unvergessen bleiben. Du hast deine erste Single, also red erstmal darüber, erste Single war Manita. Wie kam es dazu, dass du das Ding rausgebracht hast? Wie kam es dazu, dass du dir gesagt hast, Rappen ist jetzt mein Ding? Erzähl einfach mal, wie du zum Rap gekommen bist und wie es dazu kam. Also ich habe auch schon vorher ein bisschen Musik gemacht, so verdeckt im Studio, ein bisschen mein kleiner Bruder Chetto, ich küsse deine Augen, er macht schon lange Musik. Und ja, durch meinen Bruder bin ich da ein bisschen mehr reingekommen in die Produktion. Älterer Bruder so oder so Texte schreiben, kleiner Bruder. Ach, laber, echt? Ja, ist mein kleiner Bruder. Und ja, im Großen und Ganzen habe ich mein erstes Video released. So fand ich jetzt heute natürlich nicht mehr so fresh. Man hatte nicht diese Produktion, die man natürlich sich vorgestellt hat. Aber ich fand es auch nicht schlecht für mein erstes Video. Auf jeden Fall. Und ich finde allgemein, so Musik ist mein Leben geworden. Ich habe gemerkt, man kann durch Musik viel erreichen. Vor allem viel auch in dein Leben halt auch umsetzen dadurch. Weil das hat bringt auch Ziel eine gewisse, verfolgt, ne? Genau, eine gewisse Routine rein. Man trifft sich jeden Montag Fall. Mit dem Management. So, was planen wir jetzt die ganze Woche durch? Ist das so bei euch so, oder was, dass ihr wirklich Spaß wöchentlich plant oder was? Es macht mir einfach Spaß, dieses ganze Hektik, krass. Dieses Aufstehen, Fresh machen zum Friseur, direkt weiterdrehen, danach direkt nächste überall irgendeine Hörprobe drehen, einfach weitermachen. Weißt du, was ich Würdest meine? Du selber sagen, dass du ein unruhiger Mensch bist? Also, ich bin ein sehr unruhiger Mensch, so. Okay. Aber bei Geduld nicht so. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Eigentlich an sich, aber unruhig. Weißt du, was ich meine? Was sind so Sachen, die dich komplett aus der Ruhe bringen oder aus der Fassung bringen könnten? Gibt's wenn du jetzt auf den Alltag guckst. Gibt's einiges so, aber nein, ich bin eigentlich immer recht locker so. Es gibt da immer, jemand hat mir letztens gesagt, es gibt eine 5-Minuten-Regel so. Weißt du, was ich meine? 5-Minuten-Regel. Man regt sich 5 Minuten darüber auf, weil es in 5 Jahren so oder so unwichtig ist. Was waren so deine musikalischen Einflüsse am Anfang jetzt, bevor du überhaupt deine erste Single rausgebracht hast, bevor das ganze Ding kam? Was hast du selber so gehört? Ich meine, du bist ja gerade im Streugebiet genau drinnen, weißt du? Also Einflüsse hatte ich eigentlich viele Einflüsse so. An sich habe ich viel französische Musik gehört so. Und dadurch merkt man auch, ich habe so viele verschiedene Stimmen versucht. Weißt du, was ich meine? So auch dieses Melodischere, Ruhe, ne? Ruhe, Tiefe, weißt du, was ich meine? Mal irgendwie zu versuchen, nicht nur immer eine Stimme. So, ich habe natürlich gemerkt, Autotune ist immer so eine Sache für sich, weißt du, was ich meine? Dieses zu krasse Autotune, so kann man machen, aber ist jetzt irgendwie nicht mehr so meins. So lieber in den Adlibs kann man krass Autotune machen. Aber ich finde, die Hauptspur sollte schon immer noch so sein, dass man die performen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
So, ich feiere Autotune übertrieben so, aber auch bei den Amis, aber live sieht man natürlich... Das ist es. Hattest du schon mal selber Live-Auftritte? Weil also, du jetzt gerade selber so reflektiert sagst, live ist schwer. So in Clubs oder so oder auf irgendwelchen Partys oder so schon Auftritte, aber durch Corona ist es natürlich jetzt alles ein bisschen eingeschränkt. Viele Partys, viele Club-Auftritte sind mir dadurch flöten gegangen. Auch immer alles, was dann schon eingeplant wurde, ist immer schon wieder durch diese ganzen Lockdown-Geschichten. Scheiße, ja. Alles wieder weg. Aber ja, ich hoffe, nächstes Jahr werden wir die Chancen kriegen, auch mal live auf jeden Fall abzureißen und zu zeigen, was wir drauf haben. Ja, Mann. Ich glaube, das ganze Live-Ding wäre... Als Truppe eigentlich richtig fresh, die nach vorne geht, so. Dass wir jeden zum Ausrüsten bringen einfach. Zum Kollektiv, ich kann jetzt gar nicht grob sagen, ich würde jetzt keine Person nennen, weil ich einfach Angst hätte, dass ich irgendwelche Personen vergesse. Wir sind eine große Gruppe in dem Sinne, die da hinter mir steht. Besteht aus Familie, aus Freunden und die mich seit Tag 1 unterstützen und einfach dieselbe Vision haben wie ich. So, die sind bei jedem Videodreh mit dabei, bei jeder Produktion. Und ja, ich bin auch einfach recht dankbar, sehr wichtig, ja. Dass ich meine Truppe habe, so, die mich da einfach ganz gut unterstützt. Sehr, sehr wichtig. Also desto tiefer man in der ganzen Materie drin ist, merkst du auch, dass halt diese Verlässlichkeit untereinander das Wichtigste eigentlich ist, worauf man aufbaut. Ja? Genau, das ist oder so das Allerwichtigste, dass man seinen Worten auch immer gerade steht und dass man auch Hack gönnt. Weißt du, was ich meine? Definitiv. Dass man nicht irgendwie auf Kosten anderer irgendwie sich aufbaut oder so. Oder dieses schon mit Hinterkopf gibt es auch viel, habe ich gemerkt. Dieses Erträumen davon. Vielleicht, wenn der was packt, kann ich auch was mitpacken. Habe ich auch ein bisschen was davon. Klar, sollte jeder was davon abhaben. Aber dieses nur darauf aufzubauen, dass der eine groß wird und dass der dir was abgeben kann, ist natürlich, ist nicht mein Ding. Ich glaube, ist auch von den wenigsten das Ding. Man kann die Sache Ding, nur zusammen groß machen. Das ist ja die Sache. Weißt du, was ich meine? Da sagst du was Wichtiges. Das ist die Hauptsache. Aber im Endeffekt, man muss einfach am Ball bleiben. Lass dich von keinem runtermachen. So, lass dich von keinem schlecht reden. Mach einfach dein Ding immer weiter. Du wirst es schaffen. So ja, denke ich mir in meinen Kopf jeden Tag. Und das wird sich auch für mich niemals ändern. So, weißt du? Korrekt, gute Einstellung. Und dafür stehe ich auch für meine Gegend einfach. Und ich sage es auch oft in meinen Songs, dass ich für meine Gegend stehe, weil ich jeden Tag immer noch hier hinkomme. Ihr könnt zeigen, einfach Jüngere kommen einfach zu mir, die chillen mit uns. Ältere kommen, die chillen mit uns. Einfach, ich kriege jeden Tag irgendwelche Anrufe, so irgendwelche Leute wollen mich kennenlernen, dies, das. Wir gehen jeden Tag einen Schritt diesem Traum näher. Korrekt. Und das ist halt einfach so... Das sowieso nicht. Und das ist das auch so, dieses Berlinerische, das ist das Freshe bei uns, dass wir auch ein gewisses Zusammenhalt haben, so, dass die Berliner sich wenigstens ein bisschen unterstützen. Mittlerweile ja, ich glaube, früher war es so, habe ich auch gestern drüber gesprochen, das Interview werde ich jetzt auch verlinken mit Big Baba, der natürlich alte Schule ist so. Er hat auch drüber gesprochen, dass das ganze Ding sich extrem dahin gerichtet hat, dass man halt mehr auch bezirksübergreifend zusammenarbeitet. Natürlich, früher war es ganz früher anders nicht der so. Fall, ne? So Big Baba, Alpagan, die Schöneberger Rapper, weißt du, was ich meine? Dann gab es Mosch, dies, das, Kreuzberger Rapper. Ja. Dann gab es irgendwie noch aus Wedding Rapper, weißt du, was ich meine? Es war immer bezirksübergreifend. Wenn du dir damals Rap City Berlin, kennst du Rap City Berlin? Ja, klar, kenn ich. Und da war das schon immer bezirksübergreifend. Und das ist das, was wir hier hatten. Wir hatten ein bisschen diesen Amerika-Film hier, weißt du, was ich meine? Das, dass die Bezirken weiß, ja. So zusammenhalten, so gangmäßig unterwegs sind. Aber das waren natürlich auch Jahrzehnte, also 10 Jahre mindestens her, hat er eine irgendeine Entwicklung bis hierhin gekommen ist. So. Weißt du, heute ist es nicht mehr so. Ja, sowieso eine krasse Sache, wenn ich das so sehe. Also wir sind ja jetzt am Freitag angekommen. Und du merkst halt einfach, die Berliner sind stolz darauf, Berliner zu sein. Die Berliner sind stolz darauf, ihren Bezirk zu haben. Ich liebe auch alle anderen Bundesländer. Ich war in fast allen Bundesländern in Deutschland. Und auch immer gut, herzlich aufgenommen. Viele Grüße an die Jungs aus Dresden da. Ihr seid die Besten. Walla Paul, ich küsse deine Augen. Auch an die Hamburger. An alle, die, wo ich immer hingehe, die sind immer alle gut da, herzlich. Und wenn die hören, Berliner kommen, die behandeln uns immer gut. Und genau auch andersrum, weißt du? Ist eigentlich scheiß, auf jeden Fall viel ist unterwegs, eigentlich scheißegal, ja. So, wo du herkommst. Weißt du, was ich meine? Man ist auch überall connected. Man sagt jetzt nicht, ich bin Berliner, ich bin mit keinem anderen cool oder so. Nein, das ist einfach, man ist stolz darauf, wo man herkommt. Komm, beste Spätkauf, einfach hier Kotti, wo kommt so weit, das beste Getränk. Der Becher ist schon leer, wa? Warum haben die denn die Jackie, du? Der ist Becher ist leer, ja. Das ist so dieses, ist das auch bei dir, man sagt ja heutzutage das zu cornern, ich feiere die ganzen Begriffe gar nicht so, aber ist das auch bei dir so eine Sache, dass ihr euch abends mit den Jungs trifft, vom Kiosk oder so, ja, bisschen was das trinkt? Ist so die erste Anlaufstelle so, wenn man dein Akku leer ist, dann kommst du direkt vor Spätkauf, du guckst, wer hier vorbeikommt, wer hier hinkommt, weißt du, was ich meine? Und das ist halt so die erste Anlaufstelle, wenn du irgendwas suchst, irgendwas brauchst, dann kommst du einfach hier vorbei.
Bruder, kannst auch gerne Werbung machen, ja, für die Leute, die nicht aus Berlin kommen, die euch mal besuchen kommen. Wo sind wir gerade? Sag mal ein bisschen. Kottbusser Tor, Cottywood, jeder kennt uns, beste Spätkauf. Guckt vorbei, ja, ist anscheinend auch ein Ort, wo er sehr gerne mal vorbeikommt. Und mach's gut, mein Lieber, ja? Wir sehen uns. Wir gehen jetzt weiter von dem Dach, was wir schon angesprochen hatten. Wir gehen da lang. Ja, genau. Was ich noch wissen wollte, was mich immer so sehr interessiert, was sind so Künstler, auf die oder die auf dich Einfluss genommen haben, die du selber gehört hast, unabhängig davon, aus welchem Land? Du hast gesagt schon Französisch, aber was sind so deine, wenn du sagst, so meine Top 5? Einfluss ist immer so eine Sache, weißt du, was ich meine? Es gibt oder sagen wir einfach mal, was du so selber privat gehört hast. Zurzeit feier ist M. Hancho aus UK, er ist krass. Be Young feier ich, das sind alles so Künstler aus UK. So, ich höre viel Französisch, so oder so, die ganze Liste durch. Wen ich krass feier, Sola. Gerade auch ein fresher Künstler. Einfach auch sein freshes Auftreten, so. Weißt du, was ich meine? Er bringt auf jeden Fall viel mit sich mit. Ich liebe diese Motocross-Filme die ganze Zeit. Sag nur jetzt schon. Ich werde mir so oder so bald ein Motocross holen. Guck da einfach, der Junge am Cotti mit Motocross. Ich schwöre es dir, dass du es gerade ansprichst. Ich denke mir schon seit wie vielen Jahren denke ich mir, Bruder, du musst in Deutschland genau den Film fahren. Wir haben zwar krasser, wir haben zwar ein bisschen muftiger mit der Polizei und so einen Scheiß, aber hier musst du genau die Filme fahren wie die Franzosen oder was weiß ich wo, ja? Das Problem ist einfach, wegen den, ich glaube, Motocross ist auch gar nicht so erlaubt hier. Da Straßen und so, ne? Ja, da gibt es auf jeden Fall irgendwelche Regelungen, aber ich denke mal, das wird uns nicht aufhalten. Also ich sag jetzt, ich mache eine Ansage, auf jeden Fall an alle, die mich kennen, T-Max wird irgendwann kommen, ich schwöre dir, das ist mein Ziel. Motocross, hier kommt die Hochstarter. Wartet ab. Schreibt mal in die Kommentare auf jeden Fall, ob T-Max oder Motocross, wird mich interessieren, was ihr so davon haltet. Jetzt gehen wir aufs Dach hoch und gucken uns einfach mal von oben die ganze Sache an, ja? So. Was wird uns jetzt erwarten? Bruder, macht euch selber ein Bild. Ist das hier so dieses Ding, klar nicht so viel Informationen darüber verraten, aber ist das hier so ein bisschen dieses Paris-Marseille-Film-Ding, das hier auch gepusht wird in den Gebäuden und sowas? Bruder, hier wird eher in den Gebäuden gefixt, weißt du, was ich meine? Okay, das also, ist so. Hier wird eher mehr konsumiert als gedealt. Gedealt wird unten in der U-Bahn. So schnell abdealen, in die U-Bahn rein, nächste Station, weißt du, was ich meine? Aber überall wird eigentlich gedealt, so, aber hier in dem Hochhaus siehst du natürlich, was das für Folgen hat. Für die Menschen, die hier wohnen. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. So, und das ist so das Problem, weißt du, hier laufen Frauen, Kinder lang. Was meinst du, macht die, also überhaupt, gibt es irgendwelche politischen Ansätze, dagegen irgendwas zu tun? Oder meinst du, das ist wirklich so ein Ort, wo die Politik sagt, scheiß drauf, lass die Leute ihr Leben leben und verkommen? Ich glaube, seitdem die ganzen Häuser hier immer an diese Hausverwaltungen und so verkauft. Diese Großimmobilienfirmen und so. Da Scheiß. Wird einfach auch alles geschissen. So. Hast gesagt, die Hausverwalter kümmern sich nicht wirklich drum. Wir haben auch eben schon über die ganze Wohnungsnot gesprochen in Berlin und alles, was dazugehört. Seid ihr auch davon aktiv betroffen jetzt so, ich sag mal, deine Kreise oder? An sich kenne ich viele Leute, die davon betroffen sind, ja, aber man findet einfach schwer eine Wohnung hier in Berlin. Ist klar, weil es einfach überfüllt ist, aber hier am Cotti ist auch schockierend, ganz oben sind Loftwohnungen. Das heißt, hier, genau, ganz oben sind Loftwohnungen. Das heißt. Was war das nochmal, Bruder? Ich habe irgendwas gesehen, ich schwör's, das war irgendeine Sendung auch über Marseille und so. Da war auch so, dass die ganz krassen Pusher, weißt du, so die Köpfe von allem, auch in ihrem nicht Blog. Mal aber Köpfe, einfach hier die nicht reichen, mal, hier ist so dieses reichen, Reiche, ja? Die reichen Bubis, die hier einfach hinkommen. Krass. Wir haben natürlich einen Schlüssel auch von hier. Kopf rein. So, gucken wir uns das ganze Ding mal an. So. Ich danke dir auf jeden Fall, Brudi, dass du uns diese Einblicke hier gewährst. Gerne. Und da, wenn man jetzt mal runterfilmt, das werde ich jetzt wahrscheinlich dann auch reinschneiden, sieht man auch schon mal dieses typische Berlin-Ding, ne? Allein von der Architektur, vom Stadtaufbau, dieses Hinterhof-Ding, dieses Verwinkelte. Ne? Sind das auch so Orte, wo ihr euch gerne aufhaltet, wo man nicht so beobachtet ist? Bruder, ich bin ganz ehrlich, viel in dieser Lockdown-Zeit sieht man viele Jugendliche, die dann einfach hier oben immer chillen, weil da unten bist du dann ja nicht sicher ab 23 Uhr. Aber hier kommt man viel kiffen im Winter, viele konsumieren hier, wenn es kalt ist. Ich verstehe auch die ganzen Junkies, wo sollen die denn sonst konsumieren, aber die ganzen Familien leiden drunter. Aber das gehört alles halt zu meinem Leben mit dazu, weißt du, was ich meine? Das gehört alles mit zur Haute Couture dazu. So, wir leben das ja auch wirklich, weißt du, was ich meine? So, man steht aber trotzdem auch dahinter so. Das ist auch, was ich meinte, so, du kannst als schlimmster Junkie hier rumlaufen, du wirst nicht komisch angeguckt so. Okay, es kam euch natürlich jetzt vor, dass ihr euch vielleicht ein bisschen beobachtet gefühlt habt. Normal, die Leute gucken euch an.
Aber wenn du jetzt mal mit meiner Größe, mit meinem Aussehen in einer Wittenau reichen Siedlung rumläufst, die Leute denken, ich gucke, wo ich meinen nächsten Einbruch mache. So. Machst, weißt du, was ich meine? Also ja. Da fühle ich mich nicht, natürlich nicht so wohl, wie ich mich hier fühle. Wie hieß der Bezirk? Was hast du? Wittenau, hast du gerade gesagt? Wittenau ist jetzt einfach so ein Randbezirk. So die Siedlung, wo... Ja, nee, da, in Wittenau gibt es auch Märkische Stars, auch fatal. Weißt du, was ich meine? Auch Platten, Ghetto und so. Aber... ich meine jetzt allgemein, da gibt es auch so reichen Siedlungen, wenn du da jetzt rumläufst oder so, dann die denken gleich, du willst da deinen nächsten Einbruch planen oder so. Ja, ich weiß, was ich meine? Meinst. Das haben wir auch bei uns auf jeden Fall vertreten. Genau. So, jetzt hast du gerade schon des Öfteren den ganzen Bezug wieder zu Haute Couture genommen, zu deiner kommenden EP. Das ist der Titel davon. Was bedeutet der Titel für dich und wie kamst du überhaupt dazu? Guck mal, es gibt das Wort ja einfach, Haute Couture auf Französisch. Das heißt gehobene Schneiderei. So einfach Marken wie Dior und so, das sind alles Haute Couture und so. Weißt du, was ich meine? Und wir haben einfach das Wortspiel genommen und haben aus dem Wort Haute Couture gemacht. Weißt du, was ich meine? Haute Couture. Spielt und, so eine große Rolle oder was parallel dazu? Ja, es gehört, weil es halt einfach so den maßstabenden Hauptpunkte sind, so um was sich einfach dreht. So der Alltag, weißt du, ja. Was ich meine? Und. Hat sich auch einfach geil angehört und ich finde es was Einzigartiges, so was Freshes. Und die Songs, wenn du die hörst, du sagst auch, boah, Haute Couture. Jetzt weiß ich auch, warum er Haute Couture meint. Weißt du, was ich meine? Ist Mode ein wichtiges Thema für dich? Weil du es gerade sagst, so dieses Spiel zwischen beiden Sachen. Auch in deinem Video sieht man, dass du modebewusst bist, meiner Meinung nach. Was spielt Mode für einen Wert für dich? Mode spielt wenig Wert für mich an sich, an Menschensache. Weißt du, was ich meine? Ist mir egal, ob der jetzt eine 1.000-Euro-Jacke ja. anhat oder 100-Euro- oder 10-Euro-Jacke. Macht jetzt keinen Unterschied menschlich für mich. Aber gewiss finde ich, als Künstler sollte man schon eine gewisse Ausstrahlung haben und ein gewisses Dasein. Und ich liebe einfach Klamotten auch. Ich liebe es auch, einfach auffällige Sachen anzuhaben oder auffällig einfach Grip zu haben. So. Und deswegen, bei mir ist einfach Klamotten. Ich kann auch sportlich sein. Am nächsten Tag bin ich so fein angezogen, aber auch immer noch... Ich bin immer noch so auf diese Fresh, immer Fresh so. Sogar wenn ich Jogginghose anziehe, so sieht es bei mir nicht pennerhaft aus. Weißt du, was ich meine? So schwer zu erklären. Aber was sind so deine Top 3 Marken, wenn ich dich jetzt fragen würde? Sehr schwer. Also ich sag dir ganz ehrlich, Nike ist immer dabei. Egal, ob es irgendwelche hochpreisigen Sachen gibt. Nike ist für mich immer so. Nike gehört immer dazu. So Nike, weißt du, was ich meine? Adidas natürlich, Nike Adidas würde ich sagen, aber es gibt noch gewisse Marken, so wie Carlo Colucci, das hat einfach viel auch was mit unserer Gegend zu tun. Auf jeden Fall, ja. So als kleiner Junge hat man das gesammelt, wie andere Kinder Spielekarten. Krass, war bei euch auch so. Gesammelt. So, das kann sich keiner vorstellen, aber ich kann Fotos mal posten und meine Story, wo ich als Kind schon Schränke mit verschiedensten Carlos habe, einfach so 20 verschiedene Carlos in verschiedenen Farben, bunteste Farben. Einfach von meinem Onkel, von meinem Vater, von meinen irgendwelchen Freunden, einfach überall immer Carlos geklaut. Und das war so die ganze Zeit immer unser Spiel so. Kam das dann auch so durch die Beeinflussung Agro-Zeiten, Flair, Bushido, dass sie das ganze Ding in Berlin so ein bisschen größer gemacht haben? Oder meinst du, es spielt weniger? Das hat natürlich, sowas haben wir als Kind natürlich dazu noch gepumpt. Aber dieses Carlo Kuxnutten oder was auch immer, was sie da ganze Zeit gerappt haben, haben wir ja auch miterlebt. Das waren ja alles unsere Älteren, die das ganze Zeit erlebt haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du guckst, so jetzt Beispiel auch die Freunde von Admiral oder Freunde von anderen Gegenden, deren Älteren hatten doch schon Dragonjacken an oder was weiß ich, für alles, was die heute anziehen, Carlos und so, das war ja schon, hatte mein Vater schon an. So. Weißt du, was ich meine? Bei uns war krass, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich habe immer diesen Berliner Film übertrieben gefeiert, immer verfolgt und so. Und ich bin damals von Bonn nach Köln immer so eine Stunde unterwegs gewesen, weil es einen Shop gab, der Carlos verkauft hat. So in Bonn war das ganze Ding aber nie groß, weißt du? In Berlin war das damals schon so groß und ist all die Jahre so groß geblieben oder nur noch größer geworden? Oder meinst du, das hat mal so eine Pause gehabt und kommt jetzt wieder? Na, natürlich. Viele Sachen kommen ja wieder. Gewisse Rapper holen, bringen wieder frischen Wind rein. Ich sehe auch, Carlo macht jetzt wieder neue Sachen. Ich kenne noch die Zeiten, wo ich Alexis Kudam war und die sagen, ja, Carlo gibt's nicht mehr. Carlo wird jetzt nicht mehr produziert. Diese Zeiten gab es auch noch. Ja. So, Carlo ist jetzt wiedergekommen. Die bringen auch wieder frische neue Designs. Aber gewiss, manche Sachen hätte ich jetzt nicht so Versace-Style gemacht. Aber gewiss sind schon frische Sachen dabei. Aber ist gut, Carlo kommt auch wieder. Kuji kommt wieder, ich sehe, viele tragen das wieder. Das ist krass, auf jeden Fall. Aber es hat auch wirklich viel diese Geschichte, damals Picaldi-Hosen und Carlo und so. Wollte ich gerade ansprechen, ja, Picaldi, Viazzoni, sowas. Köln, Schöneberg, Wedding, das waren einfach unglaubliche Zeiten. Es waren noch so eine Abzieherzeiten, jeder wollte jeden abziehen. Alles, was du anhattest, war so abgezogen, einfach von irgendwelchen
Leuten. Es ist einfach schöne Zeit auf jeden Fall. Was ist die teuerste Sache, also was ist das teuerste Stück, was du dir bis jetzt gekauft hast? Kleidungsstück? Schuhe, Tasche, Kleidung, also was du jetzt trägst? Also was heißt teuerste? Ich kann es dir gar nicht sagen, was das teuerste war, weil ich gar nicht so krass auf diese Aufrundungen achte. Aber ich überlege selber, Dicker. Was kann, also so Moncler-Jacke auf jeden Fall, 1000 Euro. Aber Bruder, da habe ich gesehen, ne? Da ist auf jeden Fall was mit passiert, glaube ich, wa? Ja, das scheiß drauf. Erzähl mal ein bisschen darüber. unser Auto wurde von einem Profi-Dieb eingebrochen. Er hat alle Sachen einfach aus dem Auto geklaut. Alles wurde entwendet, aber halb so schlimm. Wir haben ihn seinen Bilder gefunden, wir werden dich noch finden. Habt ihr den gefunden oder was? Krass, krass, korrekt. So, das war auf jeden Fall der Einblick erstmal von da oben. Jetzt hast du dir noch was anderes überlegt? Wir gehen ein bisschen in die Hinterhöfe, wo wir drüber gesprochen hatten. Ja, Bruder, wir gehen jetzt erstmal hoch hier, Kreuzberg Zentrum. Wir gehen nochmal, wir gucken uns hier oben einmal an, was wir hier alles machen können. Alles klar, würde ich sagen, gehen wir einfach mal hoch. Und die ganzen anderen folgen. Ja, jetzt will ich, wie gesagt, mal wirklich auf die Musik drauf hinauskommen. Und zwar hast du deine EP angekündigt, genau, im November. Gibt es da jetzt mittlerweile schon ein genaues Datum zu? Genaues Datum wird auf jeden Fall bald rauskommen mit der nächsten Single. Die nächste Single kommt in 5 Tagen raus. Ich weiß nicht genau, gewiss wann wir das hochladen. Genau, so sieht's aus. Super. Und ihr werdet schnell genug mitkriegen, wann Release-Date ist. Wir wollen es noch nicht genau preisgeben, bis wir alles abgesaved haben. Genau. So, das ist gerade das Ding, weil ich habe nämlich in einem deiner Interviews habe ich gesehen, dass du gesagt hast, es werden 3 vorherige Singles kommen. Und dann wird die EP gedroppt. Jetzt sind wir mittlerweile schon bei der 4. Genau. Hast du dir da irgendwie ungeplanterweise was anderes überlegt gehabt? Oder? Nein, das Musik ist flexibel. Es ist einfach ein Song zwischengeschoben. Man hat viel produziert. Man wollte auch jetzt nicht viel liegen lassen. Dachte man, egal, man haut einfach raus. Ist ein Song zwischengekommen. Und genau eine Woche nach dem nächsten Release kommt einfach EP raus. Also könnt ihr euch ja eigentlich ausrechnen, wann EP rauskommt. Und ja, Mann. Hast schon gedroppt. Hier können wir nochmal runterschauen. Das ist einfach hier. Das ist der Spot. Du kannst einfach alles beobachten. Jeden Menschen, wen du willst, kannst du beobachten, chillen. Manchmal stellen wir uns die Stühle hin, wir trinken, wir rauchen, wir chillen den ganzen Abend hier. Und ja, hier ist eigentlich so der Spot. Man sieht, hier ist allen möglichen Menschen, gibt es hier einfach. Groß, klein, jede Nationalität. Deine Single Sessions mit Osama. Money passt, Kachi dance auf den Tisch. Knarre glanz, Kache glanz, ganzes Cash nur für dich. Baby, bin heute im Radisson. Hinten sweet, mache Sessions. Levis Jeans, kein Denim. YSL, kein Second. Das Ding ist eigentlich relativ gut durch die Decke bis jetzt gegangen, ne? Hat auf jeden Fall seine Aufmerksamkeit bekommen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich sag mal so, wir sind noch gerade am Anfang so. Der Song ist auf jeden Fall ein sehr frischer Song. Ich feiere den Song sehr, auch selber persönlich. Ich höre den Song selber sehr oft. Und ja, bei mir ist es auch immer so, wenn ich einen Song selber höre und ich den feiere, und das mache ich eigentlich immer davon abhängig, ob ich einen Song release oder nicht, ist meistens immer, ob ich den Song selber höre und feiere. Und das ist dann wirklich immer schwer eigentlich zu sagen, aber ja, genau so sieht es nämlich aus. Ist das ganze Thema, die ganze Thematik vom Song, Sessions machen, Hotel-Sessions mit Kachis und so einen Scheiß, ist das so auch ein bisschen der Lebensstil, den du gerade führst oder geführt hast? Ja, natürlich. Man hat gewiss alles, was man redet, auch geführt so. Und das ist natürlich phasenweise so. Weißt du, was ich meine? Wenn ich das nicht führe, dann führt es mein Bruder weiter. Wenn mein Bruder es nicht weiterführt, dann halt irgendjemand anderes. Weißt du, was ich meine? Nach der Single, die rauskam, folgt ja die Single Handelnde Nikes. Das ganze Ding wirkt auch nochmal rein vom Optischen, vom Visuellen her. Nochmal in eine ganz andere Schiene wurde das gerückt. Da waren noch andere Leute mit am Projekt beteiligt. Genau. Gerade Videocutter und so. Meiner Meinung nach, muss ich ganz ehrlich sagen, kam das ganze Ding zu spät. Da wollte ich dich so fragen, hast du das bewusst zu dem Zeitpunkt gemacht oder sagst du jetzt im Nachhinein, boah, hätte ich das im Sommer gedroppt? Also ich sag dazu, für gute Musik gibt es keine Uhrzeit. Für gute Musik gibt es keine Zeit einfach. Stimme ich dir zu, aber du weißt, wie die breite Masse ist, weißt du? Musik auch seine Zeit, um anzukommen. Es gibt so viele Songs, die erst nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr oder so irgendwie einfach ihr Hype kriegen. Und auch wenn nicht so, ist mir auch einfach scheißegal. Ich mache meine Musik. Ich werde es auch einfach immer weitermachen. Ich werde auch schon die Zuhörer finden, die meine Musik feiern.
Auf jeden Fall überzeugt von seiner Sache und ich fand es halt schade, weißt du, weil ich habe mir so gedacht, es gibt teilweise, gerade so die ganzen anderen Thematiken, was jetzt aktuell ist, so da hast du die richtige Zeit erwischt, den richtigen Sommer, weißt du, dass der Vibe von den Leuten stimmt, habe ich mir bei deinem Ding so gedacht, boah, wäre das Ding im Sommer rausgekommen. Bei uns ist ja immer noch Sommer, du siehst, ich bin immer noch mit Strickjacke unterwegs, so. Weißt du, was ich meine, hier ist ja immer noch Sommer, immer noch, alle sind am rumcruisen, Autos laut, alles, ist gar nicht so spät, ist jetzt auch schon. Hast du das ganze Ding, das Video, dass das ganze Video visuell so anders war, hast du das bewusst gemacht? Oder, also weißt du, es hat ja nochmal einen ganz, ganz anderen Stil. So, das eine war so dieses, ich sag mal mehr ins klassische Musik-Film-Ding. Ja, ja. Und das war ja eher so auf dieses Reels, Insta-mäßig, so ein bisschen schneller, genau, moderner. Also, ja, da, in dem Punkt bin ich auch eigentlich recht flexibel. Weißt du, was ich meine, videotechnisch auch, ich lasse mich da auch auf viele Sachen ein. Und ich wollte es bewusst einfach nur Street haben. Ich würde sagen, wir laufen hier nochmal einmal durch. Ich wollte es bewusst alles Street haben. Und haben wir. Also bewusst so ein bisschen minimalistischer, aber dafür vom Stil her sehr, sehr sauber und sehr. Viele meinten, warum ist Handeln Nike so kurz zum Beispiel? Ich hätte jetzt einfach die Hook, die Bridge nochmal ablaufen können. Ja, ja, klar. So, dann wäre das jetzt auch damit erledigt. Weißt du, was ich meine? Aber im Großen und Ganzen wollte ich es einfach kompakt halten, kurz halten. Manchmal muss auch nicht ein Song einfach 4 Minuten, 3 Minuten gehen. Ist meiner Meinung nach auf jeden Fall der Song, kennst du so, jeder Künstler hat einen Song, der ihn, weißt du so, ich sag, kennst du Gianni 030? Und dann sag, du meinst Handeln in Nike, so, das ist dein Song, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ist das, jetzt hat man ja das Snippet gehört, hat man so die ein oder anderen Einblicke schon mal genießen können in die kommende EP. Songtechnisch oder soundtechnisch habe ich mir eigentlich gedacht, das wird mehr in die Richtung Handeln in Nikes gehen. Ja. Ist es aber nicht. Du hast so einen Mix zwischen all dem gefunden, was so vorher gedroppt wurde oder von den letzten Sachen. Wie würdest du selber das Soundbild beschreiben? Also Soundbild wird sich auf jeden Fall ändern. Es kommen noch 4 Songs auch von meiner EP raus, über die eben noch nicht gesprochen wurden. Viele warten auf Packe die Packs. PDP, ihr wisst, kommt. Das sind Sachen, die schon mal angeschnitten wurden in Insta-Stories, ne? Ja, genau. Kommen 4 Singles. Wie sieht's da aus? Also Soundbild, technisch, packen die Packs, das sind alle Songs, die schon angeteasert wurden in deinen Stories, genau, wo wahrscheinlich groß. Angeteasert und gewiss ein paar Songs noch gar nicht angeteasert. Deswegen lasst euch überraschen, da kommen noch 4 krasse Songs auf euch zu. Und ich sag euch, jeder Song ist einfach was anderes. Und damit zeigen wir einfach, wir können alles machen, wenn wir wollen. Und alles ist einfach fresh. Alles, was wir machen, ist fresh. Und das ist nämlich die Sache. Wir sind einfach da gewiss, wir sind einfach in dem Punkt einfach schon viel zu weit, habe ich manchmal das Gefühl sogar. Aber für mich geht es einfach immer nur darum, immer weiter Hits abzuliefern, weiter für meine Jungs da zu sein und immer auch die Motivation bei meinen Jungs zu finden, bei allen zu finden. Genau das ist die Sache bei mir gerade, weißt du? Ist ein interessantes Thema, was du gerade ansprichst, weil ich mir selber die Notiz gemacht habe, wenn man bei dir so drunter guckt, welche Leute da mitwirken, hast du eigentlich gar nicht so das feste Kollektiv drunter stehen. Also du hast jetzt nicht den Videocreator, der deine ganze EP über deine Videos macht. Du sagst, das Soundbild soll sich stetig ändern, immer was anderes sein. Ist das dann also bewusst so, dass du da immer wieder verschiedene Leute ins Boot holst? Oder hast du bis jetzt noch nicht den richtigen gefunden, der da ans Werk gehen kann? Nee, so, natürlich, sagst, man nimmt das, manche Sachen nimmt man auch zeitlich so, wie sie sind. Weißt du, was ich meine? Man muss manche Sachen einfach manchmal auch hinnehmen, damit es halt einfach vorangeht, auch wenn es leider manchmal einen auch nicht passt. Aber im Endeffekt, auch wenn sich der Kameramann wechselt, ne, diese Haupttruppe, die das führt, die da einfach diese Vision hat, die bleibt immer dieselbe. Das heißt, es ist eigentlich egal, welcher Kameramann dahinter steht. Schöne Grüße an meinen Kameramann, ja? Das werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Es ist eigentlich egal, welcher Kameramann dahinter steht oder welcher Mix und Master oder was auch immer. Es geht wirklich immer nur darum, wenn die Vision von den Leuten immer dieselbe ist, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Dann wird doch immer alles nach derselben Vision gehen. So. Solange der Kopf dahinter der gleiche bleibt, ne? Genau. Und im Endeffekt, man hat ja auch nichts, was man hier erreichen kann. Ich kann jeden Monat meine 2000 Euro verdienen. Ich bin damit nicht zufrieden. Ist halt einfach so. Warum? Weil ich einfach hier gelernt habe, es gibt einfach Leute, die können einfach in ihre Tasche jeden Tag 5.000, 10.000 Euro jeden Tag machen. Weißt du, was ich meine? Was ist so dein Ziel? Was stellst du dir vor für die nächsten Jahre, wo dein Weg hingehen soll? Rein vom, jetzt abseits von Rap, rein vom Lebensstil her? Vom Lebensstil her, ich bin ein zufriedener Mensch. Ich habe schon alles, was ich brauche. So, ich bin zufrieden, wenn ich weiter meine Musik machen kann, weiter meine Videos raushauen kann. So mehr brauche ich auch eigentlich nicht.
Erstmal weißt nicht. Du, meine wie Gesundheit, meine Familie soll gesund sein. Der Rest ist eigentlich relativ so. Der Jeans, deine Freundin, sie will mies, weil sie weiß, ich zähle Kies. Deine Freundin sind so peace. Dann du Bitch, du machst mir wirklich einen auf Mann. Ficke deine Freundin und sie tanzt genauso wie sie dann. Bring mir deine Jungs und ich sag dir, wer du bist. Fiste deine ganzen Jungs und sie kommen nicht mal his. Komm mit Jungs, die dich stecken in den Koma. Ficke deine Mutter, meine Jungs, la vida loca. Steck das Koka in der Einfahrt. Ich fick deine Mutter und ich pack den Maybach. Es ist so einfach, kennst mich high class. Hol deine Jungs und hol mir deine Amjas. Sehr stark, Bruder. Sehr stark, sehr stark, sehr, sehr stark. Bruder, sag noch deinen Namen rein. Merdan_36 auf Instagram. Krass, krass. Das ist auf jeden Fall die Young Generation hier von Berlin. Weil du gerade schon Familie von dir selber angesprochen hast, ist das ganze Thema Familie irgendwann ein Thema, was gerade schon präsent ist? Oder bist du so aktuell in der Einstellung, die sich ja immer ändern kann, Familie ist so gar nicht das Ding, was ich irgendwann mal fahren will? Ich finde, also Familie selber und Musik sollte man einfach trennen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich meine jetzt so privat, was du dir da vorstellst. Irgendwann Familie gründen oder bist du so eher aktuell nicht, der Typ? Warum nicht? Irgendwann schon. Man will ja auch irgendwann seinesgleichen weiterführen. Weißt du, was ich meine? Das muss ja auch irgendwann nach dir weitergehen. Die ganze Kultur weitergeführt werden. Wenn du so eine Antwort, genau. Andere Antwort habe ich eigentlich gar nicht drauf. Glaube ich dir. Du hast jetzt gerade eben gesagt, wir gucken uns nochmal die Hinterhöfe an, haben wir auch eben schon mal angesprochen. Wir gucken jetzt auch nochmal drauf. So an sich ist hier unten schon unser Hinterhof, wenn man hier runter guckt. So, mittlerweile haben die alles umzaunt. Früher gab es diesen Zaun nicht. Diesen Zaun haben die jetzt neu gemacht. Der war auch früher mal einfach mal ein bisschen kleiner. Hat natürlich die Leute nicht gehindert, rüber zu gehen, weil es im Endeffekt ein Kinderspielplatz so, weißt du? Die Leute wollen ihre Kinder dahin schicken, überall Nadeln, Alufolie. So, das ist natürlich so, was uns ein bisschen alle abfuckt. Aber im Endeffekt kann man nichts machen. Die haben das jetzt so ein bisschen umbaut. Und seitdem ist es schon ein bisschen ruhiger hier unten. Was würdest du selber sagen? Du hast gerade eben schon mal angesprochen, was du sehr schätzt an Berlin ist, das Multikulturelle. Was sind sonst noch zwei Sachen, die du an Berlin besonders... besonders charakteristisch, krass findest du? Guck mal, erstmal, es gibt viele Sachen, die ich an Berlin einfach sehr schön finde. Berlin ist einfach eine bunte Stadt. Erstmal, sie ist komplett besprüht, ich liebe das. Bist du selber jemand, der sich für Graffitis und so interessiert? Ich liebe Graffiti und viele Grüße schon mal an die ganzen Sprüher aus Kreuzberg. Ich habe viel bin ich auch in Hip-Hop wegen Sprühen gekommen. Damals Adelbertstraße, Bauernhof haben schon die krassesten Sprüher, die es damals gab, Poet, One-Up oder was auch immer, alle. Man hat schon mit kleinen Jahren da schon zugeguckt, wie die sprühen, so, weißt du, was ich meine? Und das gehört gewiss auch, glaube ich, einfach auch zu meinem Leben, das, warum ich auch Musik mache oder Rap mache oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Aber ich nenne es Musik. Jetzt sind wir am letzten Spot angekommen. Ja, Bro. Ich hoffe, ich kriege das ganze Ding einigermaßen geschnitten. Ich bin ja immer noch selber dran, also an alle, die irgendwelche Schneidekünste haben, gerne bei mir melden. Jetzt sind wir am letzten Spot angekommen, nochmal richtig Zentrum, Cottbuser Tor. Erstmal die Frage, was verbindest du mit diesem Ort? Mit genau Bruder, hier. Ich verbinde mit diesem Ort einfach mein Leben. Ich muss jeden Tag hier lang laufen. Meine Eltern müssen hier jeden Tag lang laufen. So Arbeitswege, Freunde. Das ist mein Freunde Zuhause. Anders kann ich das nicht beschreiben. Das ist mein Zuhause. Egal wie dreckig hier das ist, ich kann nicht woanders hin. Ich weiß nicht, du kannst dieses selbe, was du hier aufgebaut hast, gar nicht woanders aufbauen. Diesen Umkreis, diese Leute, weißt du, was ich meine? Wir funktionieren alle wie eine Familie. Hatte ich dich ja schon eben gefragt, was ist der dritte Punkt, den du dazu zählst beim ganzen Thema? Was macht für dich Berlin aus? Was charakterisiert Berlin? Bruder, Berlin charakterisiert einfach wirklich dieses, dass jeder Mensch halt einfach schon abgehärtet ist. Weißt du, was ich meine? So, man wird direkt konfrontiert, so jemand aus dem Dorf, so, der wurde mit nichts konfrontiert, er kommt hierhin, er probiert direkt Heroin oder Schore, weißt du, was ich meine, weil er einfach nichts kennt. Ey, der hat keine Ahnung. So, das ist halt einfach die Sache so, wir sind halt einfach mit allem schon bekannt. Du als Ur-Berliner, gerade die Produktion, wo viele auch von außerhalb drauf geguckt haben, die Berliner Produktion 4 Blocks, was sagst du zu der ganzen Sache, hast du dir gegeben? Sehr fresh. Das spiegelt das ganze Ding wieder oder ist ein bisschen überspitzt? Oder, Es spiegelt einiges wieder. Ne? Es gibt sogar noch schlimmere Sachen. Ich finde auf jeden Fall gut, dass das nicht verherrlichend gemacht wurde. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Zum Abschluss meines ganzen Interviews mit meinen Gästen werfe ich denn immer noch mal drei Halbsätze entgegen. Gib Gas. Ich gebe jetzt Gas. Und zwar der erste Halbsatz. Berlin ist...
Einzigartig. Musik bedeutet für mich? Mein Leben. Und zu guter Letzt, um die ganze Sache nochmal in positives Licht zu rücken, in 20 Jahren sehe ich mich. Irgendwo am Strand mit Großfamilie. Das ist diese Berliner Ding, ich schwör's dir. Wir haben jetzt Interviews gemacht, alle sagen Großfamilie irgendwann. Musik bedeutet mich nicht nur mein Leben. Musik bedeutet für mich Gas geben, was erreichen. Wenn du was willst, kannst du es schaffen. Das bedeutet Musik für mich. Stabile Antwort. Jetzt sind wir zum Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir wirklich von ganzem Herzen, dass du dazu gesagt hast. Wir sind auf jeden Fall sehr stabile Jungs. Abchecken. Check auf jeden Fall die Leute ab, auf einen Becher. Danke. Wir sind gerade auf einen Becher, lass mal nochmal anstoßen auf den. Yabi, du musst einmal Yabi für uns sagen, für die Bonner. Bruder, wir chillen hier vor dem U-Bahnhof. Sag einmal Yabi für uns. Was? Yabi? Unsere Bobby-Sprache, an alle Bonner geht das raus, ja? Supportet das Ding, lasst uns das groß machen. Bonner, gibt euch auf jeden Fall im November Haute Couture. Ihr Bonner, ihr werdet so oder so darauf abgehen. Ich weiß ganz genau, wir sind alle am Start. So, jetzt mache ich nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Wie gesagt, ich freue mich über jeden. Es ist kein großer Schritt, da irgendwie ein Abo dazulassen. Wir machen uns Mühe, wir fahren in die Städte, wir gucken uns alle möglichen Orte an. Ich hoffe, das Format hat euch gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich das ganze Ding weiter großziehen soll und da dranbleiben soll. Und ansonsten gebe ich nochmal das Mikro dir, die letzten Worte an dich, von dir. Gib einfach euch alle Haute Couture im November, schlimmste Hits sind drauf. Peace geht raus an alle meine Bonner. An alle meine Berliner, an alle aus Deutschland einfach, an alle 62er, ich küsse euer Herz. Bleibt stark, nimmt keine Drogen. Und dann beenden wir das ganze Ding. Ciao, ciao.